Willkommen zu einem neuen Webdesign-Tutorial. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich eine kleine Codevorlage, die ich dir ganz gerne zur Verfügung stellen möchte, die du bei jedem Projekt ganz einfach mit zwei Attributen anwenden kannst und damit jedes SVG, was irgendwie in den Viewport scrollt oder schon im Viewport ist, wie du hier zum Beispiel siehst, eben animieren kannst. Das heißt, es geht immer nur, wenn das SVG auch Paths enthält. Also die werden animiert. Das geht also nicht mit jedem SVG, aber gerade hier, wenn du die eben so gezeichnet oder als Outline hast, dann funktioniert es eben sehr gut. Falls du das ganze Projekt hier einfach dir duplizieren willst, kannst du das Clonable in der Videobeschreibung finden, habe ich dir einmal da kostenlos verlinkt. Ich habe im Hintergrund auch ein ganz interessantes Grid eigentlich aufgebaut und wenn du einfach nur den Code haben möchtest, ja, das Skript kannst du dir zu jeder Zeit auch über den Link in der Videobeschreibung rauskopieren und mit jedem anderen Tool, mit dem du arbeitest, auch in deinem Website-Projekt einfügen. Und wie du das Ganze anwendest auf deine SVGs, das zeige ich dir am besten jetzt mal. Wichtig ist einmal zu wissen, dass es, wie gesagt, nicht mit jedem SVG funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hier ein Rectangle aufzeichnest, ja, und dem Ganzen jetzt hier keine Fill, sondern eine Border gibst, ich arbeite jetzt hier gerade in Sketch, du kannst es aber genauso in Figma auch machen, dann kannst du das auch drehen und so weiter. Aber er wird das, genauso wenn ich jetzt hier einen Kreis mache, er wird das nicht als ein Path markieren oder ja schreiben im Code, sondern als ein, hier in dem Fall zum Beispiel ein Circle. Und du kannst ganz normal mit dem Pfadwerkzeug hier aber auch Linien zeichnen. Und dann ist es wie folgt, dass du im Prinzip hier einfach hingehst und den SVG-Code einmal kopierst. In Figma geht es auch mit einem Rechtsklick. Und dann gehe ich meistens immer noch hin und gehe hier in so einen SVG-Kompressor rein, der mir den Code nochmal ein bisschen cleant. Dann kopiere ich mir den raus. Und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt mal in ein Embed-Field, zum Beispiel in Webflow, eben anlegst, dann siehst du, ich füge den mal hier unten drunter ein, dass er hier Path einmal hat, das ist, was wir gezeichnet haben. Zweimal, also den Rectangle, das Rechteck macht er auch direkt als Path, gut zu wissen, aber den Kreis macht er als Circle. Und das ist eben ein Problem, weil das dann nicht animiert wird und ich habe hier aber den Path Commander im Internet gefunden und hier füge ich den einfach einmal ein, klicke auf Convert und dann macht er den Circle auch zu einem Pfad und das ist irgendwie nochmal eine bestimmte Berechnung im Hintergrund und dann kannst du das hier einfügen, ja, verlinke ich dir auch mal in der Videobeschreibung. Jetzt kannst du hier einmal die Breite und Höhe auf 100% stellen. Ja, mache ich hier oben immer rein vor den Viewbox. Und dann kannst du genauso die Current Color hier anwenden. Irgendwo bei Stroke, genau, hat er hier den schwarzen Ton rein. Da kannst du einfach Current Color reinschreiben, genau die Schreibweise. Dann kannst du die Farbe auch vom eben in Webflow, im Designer steuern und die Stroke Width, also die Breite, kannst du hier auch ändern, 4, 3, was immer du haben willst, dann wird es eben auch ein bisschen breiter. So, jetzt speichere ich das, jetzt muss man natürlich das oben hier auch wieder raushauen, sonst animiert er eben beides und jetzt haben wir hier schon mal das drinne. Was du jetzt machen musst, ist einerseits natürlich diesen Code in der Seite hier an der Stelle eben drinne haben, ja, das komplette Skript hier. Und dann kannst du einfach hingehen, einmal das Embed-Field markieren. In einem anderen Tool arbeitest, wäre das einfach ein Div außenrum, wo du die Attribute eben eingibst. Der Code schaut dann selber innerhalb von dem Div, wo das SVG mit den Linien eben vorhanden ist. Und dem gibst du dann die Attribute SVG Animated und das reicht dann schon. Mit dem Attribut wird er 5 Sekunden lang dauern, das Ganze zu animieren. Wenn du das Timing ändern möchtest, machst du SVG Animation, glaube ich, Time war es. Und dann machen wir hier zum Beispiel mal 3000. Dann siehst du weiter unten, dass wir das jetzt drin haben und er das eben zeichnet. Und das dauert jetzt eben 3 Sekunden und nicht 5. Also du kannst einmal das Timing ändern und mit einem Attribut im Prinzip das Ganze schon animieren. Und ich habe das Ganze ja mit ChatGPT für meinen Kundenauftrag hier eben erstellt. Ja, ich lade hier mal die Seite nochmal neu. Wir haben hier also letztendlich eine Fliese als Produkt von dem Kunden. Und da gibt es sehr schöne Formen, die wir eben hier nachzeichnen konnten. Und das Ganze habe ich unten auch nochmal ein bisschen extremer, da geht es ein bisschen mehr ab. Ich würde jetzt hier im Anschluss einfach noch den Prozess dir zeigen, wie ich ChatGPT dazu gebracht habe, mir eben diesen Code zu schreiben. Ist, glaube ich, für jeden Webdesigner ganz interessant, mit solchen Tools jetzt langsam anzufangen, eben zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe keinerlei Code in der Hinsicht schreiben müssen, nur die Befehle eben eingegeben und das kann ich dir auch nochmal ein bisschen zeigen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie ich so an die Sache rangehe. Ich habe das hier jetzt doch nochmal so aufgeteilt, dass wir quasi alles einzeln haben, also das in der Mitte, dann die hier, dass es nicht kombiniert zusammen ist, dass der die alleine jetzt entlang fährt, dann die hier aufbaut und alle sozusagen einzeln sind, alle 4 Ebenen. Und jetzt gucken wir mal, ob ChatGPT das machen kann. Ich habe hier schon mal einen Text vorbereitet. Ich habe einen Container SVG Animated, ja, das ist im Prinzip hier SVG Animated. Da drinne ist ja in dem Embed-Field der SVG-Code. Und da habe ich ihm einfach nur geschrieben, okay,
mit Path, ein SVG mit einem Path vorhanden. Die Linie des SVG soll sich aufbauen, sobald es in dem Viewport scrollt. Kannst du mir den Code dafür ausschließlich mit jQuery schreiben? Okay, jetzt schreibt er mir aber nicht ausschließlich mit, mit jQuery, sondern auch mit CSS. Naja, kopieren wir jetzt mal. Fügen wir mal ein. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, warum er da jetzt nochmal Container schreibt. Da machen wir jetzt mal unseren SVG Animated rein. Und dann machen wir hier einfach mal kurzerhand ein zusätzliches Embed mit Style. Weil jetzt hat er uns ja noch ein bisschen CSS gegeben. Machen wir die Style Tags. Und gucken mal, ob wir das uns kopieren. Und natürlich brauchen wir jetzt hier den Container nicht. Und dann müsste das eigentlich jetzt sogar schon funktionieren. Er malt das ja jetzt schon, ja. Kannst du das echt mit CSS machen, cool. Aber es ist irgendwie nicht fertig gemalt. Verstehe ich nicht. Ja, soll mal einen anderen Code schreiben. Einen anderen Code nur mit jQuery schreiben. Die Linien werden nicht ganz fertig gezeichnet. Vielleicht das noch als Info. Gut, dann machen wir hin. Meine Herren. Es ist ein bisschen überlastet hier. Gut, jetzt haben wir den. Dann frage ich mal nochmal, ob der jetzt auch funktioniert, wenn ich dann mehrere das davon nahe habe. Okay, verwendet er each? Ja, each. Okay. Das hier rausschmeißen. Auch wieder 3 Sekunden. Ich denke mal, das ist die Zeit. Machen wir jetzt mal 8000. Und dann schmeißen wir hier das nochmal raus. So, publishen das mal. So. Scheint schon mal nicht zu funktionieren. Toll, toll, toll. Jetzt haben wir hier schon mal einen krassen Fehler. Folgender Fehler kommt in der Konsole. Haben wir hier irgendwo? Ach, hier haben wir Container. Man statt dem Punkt Container auch prüfen, ob das Punkt SVG animated im Port ist. Passt so. Ja, macht er das so. Ist eigentlich besser. So, jetzt gucken wir mal. Keine Fehler zumindest mehr. Ich komme hin und er zeichnet das. Super. Cool. Bei folgendem Code mit Transition Ease Out den Path animieren. Müsste das jedes Mal gehen. Ja. Okay, jetzt schauen wir mal, ob es langsam aufhört am Ende. Ja. Ja. Okay. Komisch, ne? Dass manche anderen außenrum sind sehr schnell zu Ende. Ich meine, sieht eigentlich ja ganz gut aus, dass es jetzt unterschiedlich ist. Aber manche brauchen ganz lang. Manche also wirklich 8 Sekunden und manche gehen irgendwie schneller. Naja, genau, soweit ja, können wir uns da bedanken. Und letztendlich ja, ist der Code dann fertig und wir haben die Sektion hier schön animiert.